geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es die Weekend League Highlights von der ersten Weekend League in FIFA 22. Wie wir abgeschnitten haben, was für Spieler wir uns geholt haben, mit welchem Team wir angetreten sind. Das wird euch heute in diesem Video erwarten. Ich schneide euch so die Highlights zusammen. Das Best-of wird das von der ersten Weekend League, vom Wochenende, von den Livestreams. Ja, Freunde, ich würde sagen, rein ins Video. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde mich sehr, sehr freuen und unterstützen. Ein Kommentar würde ich mich auch drüber freuen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Wäre der frisch gewesen, hätte ich mir den mitgenommen. Wäre mir scheißegal gewesen. Also es schwankt zwischen den beiden. Wer gleich einen besseren Preis hat, werde ich mitnehmen. 3,572. Ist er frisch? Ist er frisch? Soll ich ihn kaufen? Soll ich ihn kaufen? Oder Ronaldinho, gut. Soll ich ihn kaufen? 3,572. Ronaldinho ist kein guter drauf. Soll ich ihn kaufen? Dann hätten wir Pelé. Was soll ich machen? Ein frischer Pelé. Frischer Pelé. Herzlich willkommen, mein Freund. Zwar viel zu teuer, weil es sehr weh tut, weil ich den viel, viel günstiger hätte bekommen können. 500k. Aber jetzt ist er erstmal da. Pelé, herzlich willkommen. Ein frischer. Das macht ja null Bock. Null Bock macht's zu skillen gerade. Pelé! Holt er sich gut wieder. Hä, was mache ich? Pelé. Erstes Tor. Stark. Sehr, sehr stark da reingeknallt. Pelelele. Digga, er spielt nur diese Tiefen. Ey, Digga, Casillas, erster Ball aufs Tor und ich move dich sogar. Ich hab ihn sogar in die lange Ecke gestellt. Ja, Casillas raus. Mann, Digga. Wenn eh die komischen Spieler schneller sind als... Casillas! Casillas, Junge, du bleibst! Let's go! Wichtig! Hat der Gegner krass gemacht. Der Gegner ist auch safe besser als ich. Elfmeter. Ja, Pelé! Dafür habe ich dich geholt! Der Gefaulte schießt selber. Oh, nee, warte mal. Ich muss meine Taktik machen. So nicht anders! Renato, hast du Bock gerade, oder? Hast keine Zeit. Ja, Digga, was soll ich euch erzählen, Junge? Die Server... Mann! Man kann nicht mal sich drehen irgendwie. Es macht keinen Spaß. Ja, Digga, okay, Alter, übertreib jetzt hier wieder. Come on! Erstes Weekend League Spiel. Nee. Oh, MEG E-Sport. Oh, Hakimi! Weltspieler. Pelé Stecker. Stecker auf Mbappé! Ich habe ein Elastico gemacht. Ich schwöre auf alles, ich habe einen Elastico gemacht. Ey, das ist so unfair, Mann. Dir wird so eine gute Chance genommen. Aber jetzt! Aber jetzt! Kinderboppe! Ey! Ich habe Schmeichel nicht rausgeholt. Digga, was geht denn in seinen Kopf, Junge? Stand ich auch vor. Das sind meine Finesse-Schüsse! Tut mir leid, ich beschwere mich sehr, sehr selten über die Server, ne? Aber heute merkt man es leider immer wieder. Komm ran da! Und jetzt weiter. Mbappé, und solche Tore brauche ich von dir. Die sind wichtig! Jawohl. Hab ich gerochen. Nein, 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 nein! Ist das unfair. Fred, dafür habe ich dich geholt. Hakimi! Hast du sie nicht mal alle? Wie kannst du den anspielen? Der liegt auf dem Boden und du spielst ihn an, Alter. Ich werd gleich sauer.
Flachschuss, Digga, Flachschuss! Ich krieg einen Schreikrampf hier, ehrlich. Fuck das Game, Alter. Ich schwöre, erstes Spiel und ich kann schon nicht mehr. Oh Gott. Ist die Musik zu leise oder versteht ihr die Musik? Oh, richtig schmeicheln. Okay. Was? Boah, krass gespielt, Digga. Starkster Maximini. So überlegt! So überlegt gemacht! Kili Bratko macht den. Chipper. Extra Flachschuss gemacht. Hätte ich vielleicht lupfen müssen. Ich schieß mal. Flachschuss. Abpraller! Oh mein Gott, Digga, er schießt einfach nicht. Ich hab direkt geschossen. Der ist drin. Was? Moura. Ja, Lukas Moura bodenlos. Kein Abseits? Ich wollte schon sagen. Also Moura kommt noch weg und Wijnaldum wahrscheinlich. Ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. Für Moura kommt Neymar. Ach nee, was laber ich, Digga? Für San Maximinin kommt Neymar. Und vielleicht sollte ich mich mal konzentrieren, Digga. Einmal kurz nicht aufgepasst, Digga. Und dann kriegt man hier direkt einen um die Ohren. Das ist Hammer, Alter. Was? Ich habe nichts. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Ich habe nichts gedrückt. Aber wie kann der dagegen zwei mit Insigne durchkommen? Wow. Und so schnell kippt ein Spiel einfach. Ich gucke auf seinen Kopf. Okay, der war in der Mitte. Ja, Digga, was willst du machen? Dele. Auf dem zweiten. Killer, der Mbappé! Das kannst du mir nicht erzählen. Fake! Fake des Jahrtausends! Fake des Jahrtausends, ich schwör auf alles. Erstmal der Pasta auf außen, zweitens hebt mein Spieler auf einmal das Bein, drittens steht Varane da drin, Digga, und viertens, was macht Schmeichel da? Ey, hör doch auf. Hör doch einfach auf! Wie bleibt der hier die ganze Zeit am Ball? Ich krieg keinen Angriff. Ja. Was? Benne! Halt's Maul! Oh mein Gott, Digga. Ich spiel gegen Benne. Oh mein Gott, Digga. Das gibt's doch nicht. Yo. Digga, ich hab De Gea nicht rausgeholt. Ja, Digga. De Gea, komm schon weg, Junge. Ich hab De Gea nicht rausgeholt. Ich schwöre auf alles. Er kann jetzt halten wie ein Gott. Ja, lächerlich. 45. Benne. 11 Meter. What the fuck? Wo spielt der hin, Digga? Er hat zwei Anspielstationen. Er wählt die dritte, die gedeckt ist. Ach, Kimpembe. Eusebio. Ich lache jetzt, weil er sich den ganzen Morgen über Eusebio beschwert hat, dass er richtig scheiße geworden ist und alles. Boah, Digga, wenn du den durchspielst. Junge, wenn du den durchspielst, bin ich am Arsch. Ja, lächerlich, sag ich dir ehrlich. Wie der reingeht ins kurze Eck. Ja, sorry, Benno. GG, aber. Das ist scheiße. Ja, so ein Scheißspiel. Kann ich nicht zu sagen. Hast sehr gut gespielt, Digga. Verteidigung, Benne, wow. Wirklich krass gespielt. Bolton United, er spielt Locatelli. Er spielt Sergio Ramos und er spielt Klaus. Und du, mein lieber Freund, bist einfach nur ein Ehrenmann. Und du kriegst auch eine fette Nachricht. Vielen, vielen Dank, Bro. Lionheart 95. Rot-Weiß Essen, Digga. Guck mal. Golasso! Gol de Pelé! Ja, Digga.
träume was. Was? Da hab ich. Digga, wenn ich da hingeflankt hab, Digga, dann bin ich eine Frau. Was soll denn der Scheiß? Hab ich nie. Digga, wieso sollte ich auf Kim Pembe hinten flanken? Lächerlich, Digga. Wer ist hier ausgekontert? Gegen Marvin, Alter. Ja, Mbappé. Ey, guckt euch dieses Game an. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, Rot-Weiß Essen. Ja, nice Tore dann auch. Nice Gegentore. Ich muss hier wieder studieren für meine Tore, Digga. Ja, Marvin, Digga. Du bist wirklich auch einfach cool, bist du. Bist richtig cool, ehrlich. Kein Problem. Kein Problem, mein Freund. So feiert man seine Tore. Indem man das einfach wegskippt. Vielleicht lernst du mal daraus. Geht mir ja auch nicht nur um die Spielweise, auch darum, dass er noch jubelt, Digga. Ich merke das ja an der Länge von, wie lange meine Spieler dann da aufleuchten. Aber es riecht zum Glück nicht so auf. Also so doll, wenn du da deine eigenen Spieler siehst, riecht zum Glück nicht so doll auf, als wenn du jetzt den Typen da jubeln siehst, der sich da feiert. Ich spiele mit dem Feuer. Ach Mensch, Marvin. Schade. Haben wir auch einfach wieder verloren in der Weekend League. Ja, das ist blöd gelaufen, Marvin. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Oh, Neymar. Neymarcito! Goal! Wie gut! Geh durch, Lukas. R1X, das ist es nämlich auch. Stark. Wichtig und richtig. Digga, dass sowas noch reingeht, Alter. Pff. Mein Ziel, also mein großes Ziel waren 8 Siege. Viel, viel weniger Siege. Ja, nice dann mit Cristiano Ronaldo. Aber schauen wir mal an, ob der zocken kann. Oh nein. Oh nein. Und du bist ein Ehrenmann, mein Freund. Wie heißt du online hier? Was für ein Ehrenmann. Ja, wir haben 12 Siege. Was soll ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Sympathisch, Digga. D1N1C-1. Ich bin zufrieden, sage ich euch ehrlich. Guck mal, wir kriegen ja Player Picks und so. Das finde ich cool, dass man die jetzt direkt bekommt, die Belohnung. Wobei dann der Rewards Donnerstag immer weg ist und so, aber 60.000 Münzen, die schmecken natürlich auch sehr dolle. Guck mal, wie die glitzern. Ronaldo den ersten in der Mitte. David oder Embolo? Ja, David. Nice, Ronaldo. Jetzt Ronaldinho den rechten. Ronaldinho, El Maestro Gaucho, Talisca. Glaube ich auch ganz okay. Und jetzt meine Nase. Den dritten Player Pick. Nein. Ja, die Nase kommt nie wieder dran. Glaube ich, nehme Chachuameni. Nee, scheiß drauf. Chachuameni. Ronaldinho macht jetzt das 100k Pack auf. Junge, seltene Spieler Pack. Ronaldinho, liefer ab, Junge. Workout. Joshua Kimmich, 89er. Let's go. Ja, Josh, geil. Wie viel kostet der? 57.000. Nice. Yoshi, komm ran da. Handanovic, 3 Walkouts in einem Pack. Herzlich willkommen in meinem Verein. Lacroix, ist doch in Ordnung. Komm, ja, auch nochmal 20k. Nice. Otavio, kostet auch noch was? Ne, schade. Alter, was für ein Pack, Junge. Ronaldinho hat super abgeliefert. Und jetzt kann Ronaldo auch abliefern. Wobei, mit Jonathan David als Super-Sub bin ich schon zufrieden. Was soll hier rauskommen? Ronaldo, dein 3er-Info-Pack. Ronaldo. CR7 bringt mir kein Workout, glaube ich. Also 30k. Aber ist nicht schlimm.
das war's jetzt hier mit dem Video, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, war es zu lang, das Video? Soll ich es nächstes Mal ein bisschen kürzer halten, wie ihr es fandet? Also würde ich mich sehr freuen über eure Meinung. Konstruktive Kritik könnt ihr gerne immer in den Kommentaren dalassen. Haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und ciao.